davon ein Teil gewesen zu sein, das mitgestalten zu können, dass die deutsche Szene heute dasteht, wo sie ist und wo ich sagen kann, ein kleines Puzzleteil bin auch ich. Das macht mich stolz und glücklich. Es war so eine Plastikratsche, ja, saulaut. Und irgendwann dann diese Holzratschen, die haben nochmal einen helleren Ton. Also ich kann dir jetzt unterschiedliche Ratschentonarten auch sagen. Aber da sind schon einige kaputt gegangen, ja. Wenn irgendwie einer, der, keine Ahnung, 20, 30 Jahre lang Fußball gespielt hat, der dribbelt dich halt im Zweifel, kann er dich nicht abziehen, aber der kann dich trotzdem auch noch blöd dastehen lassen. So, ne? Und so bin ich in Counter-Strike, genauso. Hi und herzlich willkommen zum Counter-Strike Legenden-Interview und bei mir zu Gast ist Matthias Remmert, aka Knochene, bekannt auch als Counter-Strike Papst, wird er mal genannt. Vor allem natürlich aufgrund seiner Kommentatorenfähigkeit. Matthias, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, vielen Dank, dass ich auch in der Runde dabei sein darf. Ja. Sehr, sehr gerne. Die legendäre erste Frage an dich: Was hat es mit deinem Nickname auf sich? Ja, der Nickname im Prinzip ist entstanden aus der Clique heraus, damals noch zu Zeiten, als ich in Frankfurt war. Mein erster Nickname war Ripper und so hieß gefühlt jeder Dritte, wenn man irgendwie auf den Server gegangen ist. Und irgendwann dachte ich mir, es muss halt irgendwie ein neuer Nickname her. Und in der Clique wurde immer gesagt, wenn jemand was Cooles gemacht hat, so, dann war immer Muha, Knochensack. So, und dann dachte ich mir irgendwann so, das klingt eigentlich ganz geil. Und dann habe ich mich Knochensack genannt. Und zu den damaligen Zeiten, IRC, ClanTech, da war es ja stolz drauf. Das heißt, das stand immer vor dem Namen. Und im IRC war dann immer nur Knochensack, also das CK war weg. Und dann dachte ich mir irgendwann, komm, machst den Sack weg. Dann bin ich bei Knochen geblieben. Und zur damaligen Zeit war dann auch im Radio, als der eine dann den Namen vorgelesen hat, als ich mir irgendwas gewünscht habe oder gegrüßt habe, klang das perfekt. Und dann dachte ich mir, ja, ich bleib bei Knochen. Hat am Ende dann auch ganz gut gepasst. Das ist eigentlich so die langweilige Story, aber die reale. Eigentlich, ne, ich mochte nie Hunde, weil ich immer Angst vor denen hatte. Aber wenn du 10 Leute hingestellt hast, der Hund kam immer zu mir. Also war quasi wieder der Knochen für den Hund. Und von da hat es auch ganz gut gepasst. Und da kann man sehr viel draus ableiten. Das Wort Knochen begleitet einen oft im Tag, irgendwie, wenn man mal irgendwas hört. Von da ist es auch immer irgendwie präsent. Und da hat es ganz gut gepasst, ja. Warum habt ihr Knochensack gesagt, wenn ihr irgendwas gut gemacht habt? Ich habe keine Ahnung, woher das gekommen ist. Die zwei haben immer mal so, keine Ahnung, auch so Splatterman-Filme geschaut und I don't know. Aber das war irgendwie so das Wort dann für die, so, boah, Knochensack. So, dann war man irgendwie so der, ne, und dann hat es mir geil. So, dann bleibt's dabei. Ja. Mit welcher Counter-Strike-Version hast du angefangen? Ich habe angefangen bei Beta 6.0 war das, glaube ich. Dann die, wo ich wirklich hardcore eingestiegen war, dann Beta 6.5. Und das war auch ein Klassenkamerad, der meinte irgendwie so, ey, ich komme am Wochenende mal vorbei. Und dann spielen wir zusammen einen Computer mit einem Crossover-Kabel. Und dann hat der Counter-Strike mitgebracht. Er meinte, er hat so ein neues Spiel, das macht voll Bock. Ich habe den ganzen Abend nur auf die Schnauze bekommen. Aber jedes Mal, wenn ich ihn dann doch irgendwie gefrackt habe, habe ich mich gefreut wie ein König. Und die Map, die wir gespielt haben, war CS Menschen. Das war eigentlich der ganze Abend. Und damit ging alles los. Und das war Beta 6.0 müsste gewesen sein. Ja. Du hast dann im Jahr 2001 mit dem Kommentieren angefangen. Das genau. War dann, glaube ich, so CS 1.1, CS 1.3. Wie bist du damals zum Kommentieren gekommen? Auch durch den gleichen Kollegen. Okay. Wir hatten dann einen Clan innerhalb der Schule. Es waren 3 aus unserer Klasse, einer Parallelklasse und einer, der dann irgendwo von irgendwo anders dazugekommen ist. Und wir haben dann immer Clan Wars gespielt und der hat mir irgendwann den Link gegeben zu dem Webradio, Radio for Gamers, und meinte, jeden Freitag läuft dort Counter-Strike. Und ich so, wie, er läuft im Radio dann Counter-Strike? Er so, ja, der kommentiert es und danach gibt es dann ein Interview und dann ist halt Musik drumherum und alles Mögliche. So, ne? Und dann habe ich gesagt, geil, gucke ich mir mal an. Dann habe ich mir IRC runtergeladen, weil da konnte man dann irgendwie da, ne, mit denen schreiben, so, das war alles Neuland. Ja, dann habe ich da mich mal eingeklinkt, dazugehört und fand das irgendwie so geil, dass ich dann irgendwann, habe ich da mal, dann war Blitzgrußrunde, dann konnte man dort anrufen, dann konnte man jemanden grüßen und wieder aufgelegt, weil ich so aufgeregt und nervös war. Und dann nochmal angerufen, dann ging er so schnell ran, dann konnte ich nicht mehr auflegen. Dann habe ich jemanden gegrüßt und das fand ich dann irgendwie so cool. Und dann dachte ich mir irgendwann, ich will das selber auch machen. Hatte mich dort beworben, die haben aber gesagt, nee, bei uns ist halt spezielles Equipment, so, ne, man sollte halt ein Mischpult haben, richtiges Mikrofon haben.
Da war ich 15 so, ne? Da hast du jetzt nicht irgendwie in der Ecke liegen, dein krasses Equipment zum Moderieren oder DJ oder was auch immer. Und zur gleichen Zeit hat dann ein anderer Radiosender aufgemacht und die hatten ein Casting. Und da durfte jeder eine halbe Stunde moderieren, drei Leute, dann durften die im Chat wählen, wer in die nächste Runde kommt. Und da habe ich mitgemacht, bin auch in die nächste Runde gekommen. Und die, wo ich mich aber auch beworben hatte, Radio for Gamers, die haben dort auch zugehört. Und dann haben sie mir danach nochmal geschrieben, meinten, ey, war doch ganz cool, hätten sie nicht gedacht, dass man mit keinem Equipment das trotzdem dann sich so anhört. Ja, und dann durfte ich da doch anfangen. Und dann keine paar Wochen später habe ich mir dann, und das war genau zur Wende dann noch, Euro-D-Mark-Wechsel, oder D-Mark auf Euro, habe ich mir dann Mischpult gekauft. Da kam der eine dann mich besuchen, hat dann mit beraten. Und dann habe ich nämlich halb in D-Mark noch und dann den Rest in Euro bezahlt. Und dann hatte ich Mikrofon, Mischpult und dann ging es quasi los. Professionell ausgestattet. So ist es. Ja. Kannst du dich noch an dein allererstes Counter-Strike-Match erinnern, das du damals übertragen hast? Nee, also ne, so weit irgendwie zurück in Erinnerung geht es nicht. Das erste Event, was wirklich im Kopf hängen geblieben ist, daran erinnere ich mich, das war der Clan-Based EuroCup 6 Finals, also die sechsten Finals in Rotterdam waren die. Und ich habe aus Frankfurt das Event kommentiert und hatte damals auch von einem Kollegen in der Schule, höhere Klasse, der hatte Handys umgelötet mit Licht und sowas. Und da habe ich ihn gefragt, ob er mir ein Telefon umlöten kann, das quasi mit Klinkekabel dann in mein Mischpult reingeht, dass ich halt übers Telefon anrufen kann. Ne? Und das war quasi das erste selbstgebaute Interviewtelefon dann. Und habe dann bei dem Internetcafé in Rotterdam immer angerufen, um mit MTW zu sprechen über ihre Spiele und über ihre Matches. Und damals, 15, ne, da war alles irgendwie egal. Da hast du keine Scham, du hast halt einfach angerufen. So. Ich glaube, irgendwann ging es dem echt auf den Sack, aber ich habe immer mit irgendwem von MTW gesprochen. So, ne? Das waren so die ersten Finals, wo ich mich wirklich so dran erinnere. Da waren zig LAN-Partys noch davor, aber es war einfach, es ist in Erinnerung geblieben, weil es einfach cool war. Und MTW hat da gespielt, gut abgeschnitten und dann so, ja, nee, die sind gerade essen, aber die kommen gleich, sag dir Bescheid, die sollen zurückrufen. Und dann so, ja, wir haben gerade Essen geholt und jetzt geht's da weiter. Und einfach sehr lockere Atmosphäre, war sehr cool. Wie war es damals so von den Zuschauerzahlen? Wie viele Leute haben da ungefähr mal bei einem Match zugeguckt und vor allem auch zugucken dürfen? Ja, ich glaube, dürfen ist die bessere Frage. Dadurch, dass, also ne, Internet-Videostream war damals halt noch nicht. Du hast über Radio gestreamt, wo du, wenn du eigentlich drüber nachdenkst, relativ bescheuert ist, weil egal, was sie gehört haben, es hat niemals mit dem HLTV-Server halt übereingestimmt, worüber sie es gucken konnten. Also es war immer ein Delay dort. Es gab aber trotzdem genug, die eben zugehört haben, die vielleicht auch nur zugehört haben. Das heißt, man hat auch in etwas anderer Art kommentiert, weil du mehr beschreiben musstest, was gerade passiert, als wenn du sehen kannst, logischerweise. Und damals hattest du halt durch Bandbreiten und Traffic musstest du damals selber bezahlen für deinen Radioserver, wenn du es nicht gesponsert bekommen hast, aber da hattest du halt limitierte Slots. Und ich glaube, es war irgendwie um die 500 Slots und damit warst du schon einer der Großen. Und dann gab es halt auch mal die Situation, dass der Server halt voll war. Und dann muss man hoffen, dass irgendwer aus dem Internet fliegt oder rausgeht, weil dann musstest du halt schnell sein, rein zu connecten, damit du drin bist. So, ne? Und ich glaube, ja, das waren so die Zeiten. So, ne? Da hast du halt für mal auch 50 Leute kommentiert. Aber gab auch dann 200, 500 und später dann auch bei raute Musikzeiten, wo du dann irgendwie deine 1000 plus Zuschauer hattest oder Zuhörer hattest, war das dann halt einfach krass. So, ne? Wie du dann dachtest, so, okay. So, ne, für wie viele Leute du da irgendwie da bist. Aber es gab auch schon mal die Situation, dass der Server voll war, dann wurde noch irgendwie ein Testserver reingeholt, damit nochmal 20 Leute mehr die Chance haben, ja. Du hast es gesagt, das war alles damals ein Tick anders als heute. Damals gab es ja wirklich auch noch die ISDN-Leitungen, ICQ damals, Genau. also damals noch Winamp war auch so ein Ja, Programm. ja. Wie liefen damals solche E-Sport-Übertragungen ab, gerade auch im Vorfeld? Also wie hast du quasi auf dich aufmerksam gemacht und gesagt, hey, heute Abend spielt, ich weiß nicht, MTW gegen SK und ihr könnt das Match heute Abend hier verfolgen? Also Webseite war damals natürlich ne, so die große Plattform, damit du irgendwie Leute darauf aufmerksam machen konntest. Und tatsächlich IRC, so, ne? Die IRC-Channel waren schon recht groß. Und du hattest dann deine IRC-Bots, die halt Werbung gemacht haben, die dann aber auch in anderen Channeln drin waren, dass du dann beispielsweise auch bei MTW war einer der größten Channel, dass die dort auch posten können. So, ne? Und dann hatte man irgendwie ja, mit denen halt gesprochen.
irgendwelche Deals, dass die dann auch irgendwie Voice, dass die nicht direkt gebannt, weil ansonsten, ne, die hatten ja auch wieder Bots. Wenn Werbung kommt, wird automatisch gebannt. Dass das halt irgendwie funktioniert. So, und also ich glaube, IRC-Webseite war so das Größte und Winamp war genau das, worüber wir, Shoutcast war quasi das Tool, damit du streamen konntest und Winamp dann zum Hören. Und genau damit hast du dann gearbeitet, ja. Was hat für dich immer diese Faszination kommentieren ausgemacht? Ich habe sehr früh gemerkt, dass ich kein Profispieler werden kann, weil ich dafür einfach zu schlecht war. So. Ich war für mich selber, weil ich fand ich mich gut, aber halt nie auf dem Level, dass ich irgendwie sagen kann, ich werde mich mal irgendwie auch da ganz oben messen können. Und dann war ich auf einer LAN und habe dann das erste Mal für Radio for Gamers auf einer LAN-Party dann von vor Ort Radio machen dürfen und habe dann Profispieler interviewt. Damalige Profispieler, ne? Anders als heute, aber. Und Matt Ferret, weil sie war einer meiner ersten, die ich dann interviewen durfte. Und auf einmal war er nervös vor mir. So, ne? Und eigentlich war ich nervös, weil ich die dann mal irgendwie, ne, von denen hat man immer nur gesprochen, dass man die mal irgendwie treffen konnte. Und dann war er nervös vor mir. Und das war irgendwie so cool, das hat sich eingebrannt. Und es hat einfach Spaß gemacht, Leuten etwas zu transportieren. Meine Art und Weise. Spiele nicht irgendwie steif zu kommentieren, wie man es dann irgendwie auch aus dem Fernsehen von Fußball und keine Ahnung was Sportarten kannte, sondern einfach halt mal ein bisschen lockerer, ein bisschen lustiger, ein bisschen energischer mitgehen und Leuten dann halt auch Stories zu präsentieren. Und das war logischerweise damals noch nicht irgendwie so im Kopf verankert, war ich Jungspund, aber heute, ne, wo man auch Spieler und je nachdem, was man für Geschichten, sorry, was für Geschichten erzählt, sie halt ganz groß machen kann. Oder aber halt auch bewusst klein machen kann. So, und das war für mich so das Spannende, einfach einen Anreiz zu schaffen, dass die Leute hinter den Teams stehen, mitfiebern zu Hause. Und das war immer das Größte für mich, wenn jemand sagen konnte, er hat keine Ahnung, aber er hat irgendwie mitgefiebert. So, ne? Und das war dann immer so, ja, was einen stolz gemacht hat. So, ne? Wenn man Leute am Bildschirm halten konnte oder am Hörgerät. Wie würdest du selbst deinen Kommentatorenstil einordnen? Man kann ja ein Spiel auf verschiedene Arten und Weisen kommentieren, sachlich, nüchtern, emotional, mitreißend. Wie würdest du dich selbst einordnen? Ich habe für mich immer zwei Sachen unterschieden, nämlich einmal, ob es ein Event, eine Veranstaltung ist, wo ein deutsches Team im internationalen Vergleich kämpft, dann ist es safe, emotional, mitreißend, halb sogar der Fan von dem deutschen Team, was uns da gerade repräsentiert. Und wenn ein rein nationaler Wettbewerb ist, dann ist es schon eher sachlich fokussiert auf das Spiel bezogen und nicht jetzt ein Team da über dem anderen sehen. Wenn wir mal zurückblicken jetzt nochmal, wie war auch damals diese Vorbereitung auf die Matches? Es gab ja noch nicht gerade auch 2002, 2003 so diese ganz großen Statistikarchive oder riesig ausführliche Vorberichte. Also wie hast du dich auf ein Match dann vorbereitet? Also ich glaube, das hat sich auch stark gewandelt zur jetzt dann heutigen Zeit oder bis Ende letzten Jahres, wo ich dann meine 20 Jahre voll gemacht und zurückgetreten bin. Aber zur damaligen Zeit hat man natürlich dadurch, dass du viele Spiele verfolgt hast über HLTV TV und man mit den verschiedenen Leuten dann auch in Kontakt war mit den Profispielern, hat man halt relativ viel mitbekommen, wo man zumindest mal so ein bisschen Strategien verstehen konnte, weil man hat ja nie auf dem Niveau gespielt, aber durchs viele Gucken, durchs mit Leuten reden, kam man dann da halt rein. Aber ich würde nicht sagen, dass ich mich damals jetzt krass vorbereitet habe auf eine Sendung im Vergleich zu dann in den letzten Jahren, ne, wo du wirklich nochmal alte Spiele guckst, alte Turniere miteinander vergleichst, Statistiken reinguckst, vielleicht auch mal hörst, was geht bei der Person vielleicht gerade im Umfeld um. Und das war halt damals nicht so, ne? Da hast du halt einfach, du bist irgendwie auch auf den HLTV gegangen, hast das Match geguckt, hast man auch irgendwie so die letzten Matches, die letzten Ergebnisse dir angeguckt, und ansonsten bist du halt da rein, so, ne? Man hat sich mehr konzentriert auf, was kann man machen auf der Map, und dadurch, dass man so viele Spieler in seiner Zeit dann gesehen hat, hast du natürlich irgendwie taktisch schon mal irgendwie alles gesehen. Aber das war für mich auch immer der Reiz an Counter-Strike. Kein Spiel ist exakt wie das andere. So, ne? Und du kannst ein Spiel taktisch entscheiden, du kannst ein Spiel aber auch entscheiden, weil einer eine krasse, krasse Runde hat und es im Alleingang entscheiden kann. Und die taktische
Finesse ist halt das, was für mich immer den Reiz ausgemacht hat. Es war ja auch so, dass dann auch die Zuschauerzahlen immer weiter gestiegen sind und Counter-Strike hat auch so diese Übertragungen im E-Sport-Bereich einfach auch immer weiter vorangebracht. Warum haben so viele Menschen auch immer so CS-Matches angeschaut und dann auch eben mitgefiebert? Ich glaube, auch da gibt es mehrere Komponenten. Das eine ist, es ist das FPS-Spiel, was sich halt über all die Jahre gehalten hat. Dadurch, dass du nicht wie ein Call of Duty beispielsweise, wo jedes Jahr ein neuer Titel rauskommt, oder auch in einem FIFA, wo jedes Jahr ein neuer Titel rauskommt, hast du in Counter-Strike halt eine Konstante gehabt. Natürlich hattest du auch mal, ne, mit Counter-Strike Source und dann mit Go, was dann glücklicherweise wieder beide Szenen miteinander verschmolzen hat. Aber einmal das, dass du halt einfach, ne, das Spielprinzip ist immer gleich geblieben. Dann ist es sehr schnell zu verstehen und da kann man jetzt, egal was dann in Medien über all die Jahre halt auch draus gemacht wurde, oder auch in der öffentlichen Wahrnehmung verglichen mit damals zu heute, dass halt Leute auf sich schießen, aber das Spielprinzip 5 gegen 5, wenn das eine Team ausgeschaltet ist, dann hat das eine Team gewonnen oder wenn die Bombe gelegt ist und die Bombe explodiert, hat das eine Team gewonnen. Wenn die Bombe entschärft ist, hat das andere Team gewonnen. Also das Spielprinzip dahinter ist halt sehr schnell verstanden. Damit hast du noch nicht das komplette Level der Komplexität oder wie schwierig es ist, auch einen zu treffen, dann durchstiegen. Aber das sind so die zwei Komponenten, die einfach sehr schnell, egal wer jetzt das erste Mal dann vorbeiläuft, sehr schnell überblickt. Und das, glaube ich, ein großer Erfolg dann auch für Counter-Strike, warum das so erfolgreich ist. Was sind so die wichtigsten Eigenschaften, die man als Counter-Strike-Kommentator mitbringen sollte? Ich glaube erstmal die offensichtlichen, dass man natürlich auch offen sein sollte, ein bisschen extrovertierter veranlagt und natürlich auch vor Leuten sprechen möchte. Dann ist es ganz wichtig, und das habe ich jedem, den ich auf dem Weg seines Kommentatorseins begleiten konnte oder der mich auch danach gefragt hat, immer gesagt, diese Person muss den eigenen Weg finden. Es bringt nichts, jemanden zu kopieren und einen Stil nachzumachen, weil es dann einfach auch nicht mehr authentisch ist. Also finde deinen eigenen Weg. Und dann sollte man, egal wer, sich natürlich mit dem Spiel auseinandersetzen, mit dem Spiel auskennen. Man sollte sich mit der Szene, also mit den Spielern und Teams auseinandersetzen. Und nicht zuletzt auch mit der Community, deinen Zuschauern. Weil die gestalten natürlich auch das Programm mit. So, ne? Und das ist halt, ja, ich glaube, das sind so die Komponenten, auf die es am Ende des Tages ankommt. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich irgendwie ein gutes Spielverständnis oder Taktik habe. Ich muss auch irgendwann mal mit den Spielern reden, weil die mir nochmal einen ganz anderen Einblick geben können. Oder, und das habe ich damals halt sehr gerne gemacht, wenn mir eine Szene irgendwie im Kopf geblieben ist, so, ne, wo ich meine Meinung zu hatte, warum sie das so gespielt haben, das nochmal auch bei einem Spieler oder bei einem Team dann verifizieren lassen, war das wirklich der Grund oder was ist bei denen halt im Kopf irgendwie abgegangen? Denn dadurch kannst du halt auch nochmal dich wieder weiterentwickeln, weil du nochmal so ein bisschen lernst, was geht denn bei denen im Kopf gerade ab? So, ne? Also warum haben sie es so entschieden? Oder war es am Ende einfach nur Luck? Auch das kam schon oft genug vor als Antwort. Jo, wir haben es einfach, ne, hat einfach irgendwie geklappt. So, es war kein Plan dahinter, aber selber im Spiel hat man natürlich als Kommentator diesen Plan erklärt, der ja super Sinn macht. Und ja, und dann ist halt einfach so viel, also da sind halt manchmal Millisekunden zwischen Freud oder Leid. Und das ist halt das Spannende an dem ganzen Thema so. Du hast gesagt, man muss authentisch sein als Kommentator. Wie ist es bei dir? Bist du also privat auch so emotional und mitreißend? Also ich glaube, ich brauche zumindest keinen Alkohol, um auf irgendeiner Party da auch irgendwie abgehen zu können. Es kommt immer so ein bisschen auf den Kreis drauf an. Also, ne, mit den Leuten, die ich kenne, auf jeden Fall würde ich mich so beschreiben. Und ich hoffe, wenn du die Leute fragen würdest, würden sie auch das sagen, dass ich, ne, relativ schnell dann irgendwie da auch in der Gruppe ja, irgendwie dabei bin und auch meinen Spaß reinbringe und sowas. Wenn es eine Gruppe ist, wo ich gar keinen kenne, dann bin ich schon auch erstmal irgendwie so zurückhaltend, beobachte, bis man dann irgendwie warm geworden ist und dann kommt der wahre Knochen raus. Ja. Du hast wirklich wahnsinnig viele Events im Counter-Strike 1.6 begleitet und kommentiert. Wenn du mal zurückblickst, was war so das Event, was einfach so ganz besonders war, aus welchen Gründen auch immer für dich? Also das Event, was bei mir immer im Kopf hängen geblieben ist, war ESWC. Fand ich immer extrem geil, weil ich mochte einfach E-Sport im Generellen. Und mir ging es nicht nur um Counter-Strike. Ich habe auch gerne andere Spiele geschaut. Und das war bei den ESWC-Events.
Und damals war es jetzt nicht so, dass es, bei GameSpots hatten wir jetzt nicht GameSpots und es war jetzt nur Counter-Strike die ganze Zeit, von morgens bis abends, sondern wir mussten mit den Warcraft-Leuten darum kämpfen, wer jetzt das Spiel kommentieren darf. Und da muss man immer Argumente finden, ja, jetzt spielt aber ein deutsches Team, deswegen mehr. Ja, aber bei uns ist gerade irgendwie das krasseste internationale Duell. Ist egal, spielt jetzt ein deutsches Team, ihr könnt danach wieder. Und da muss man immer so schnick, schnack, schnuck, wer jetzt gerade irgendwie auf Sendung darf. Aber ich habe sehr gerne auch anderen E-Sport geschaut. Warcraft habe ich nie wirklich gerafft, aber ich habe es gerne geguckt. So, keine Ahnung warum. Und das war bei ESWC, du hattest halt eine sehr viele, also eine große Bandbreite an verschiedenen Spielen, wo man einfach unterschiedliche Sachen gesehen hat. Deswegen war eigentlich immer ESWC so mein Favorite. Ein Event, was zu der Zeit trotzdem bei mir fest im Kopf geblieben ist, war die WCG 2008, die in Köln. WCG war so, ne, das auch das Highlight, so ESWC oder WCG war immer so ein bisschen da auf dem Tisch. Und WCG durfte ich halt hier zu Hause in Deutschland, in Köln moderieren, auf der Bühne. Deutsche Stage, dann die englische und dann noch die koreanische Übertragung. So, und die Produktion war Weltklasse, die Koreaner, die es damals produziert haben. Und das war irgendwie so, ja, keine Ahnung, es war so, man hat so das nächste Level erreicht. So, ne? Endlich mal ein so großes Event moderieren zu dürfen in deiner Sprache, in der Halle, das war legendär. So, ne? Also kann man nicht anders sagen. Und was das Event zusätzlich noch besonders gemacht hat für mich, meine Eltern waren quasi dann das erste Mal so bei so einem Event dann vor Ort. Die haben mir vorher nichts gesagt. Da konntest du ja dann die WCG-Tickets beim Saturn Media Markt kaufen. Die haben sich die Tickets gekauft, sind nach Köln gefahren und saßen dann halt auf der Tribüne. So, ne? Und das war, keine Ahnung, wieder Gänsehaut, so, ne? Wenn man wieder dran denkt. So, und das war extrem cool. Wir waren eine geile Truppe da, alle, wenn man alle möglichen Spiele dann da in der deutschen Sprache abgedeckt. Und das war sehr cool. Du hast über sehr viele Clans ja auch berichtet in den Jahren, in der CS16-Laufbahn, SK Gaming, MTW, Alternate Attacks, Mouseboards, and Faculty. Was war für dich immer so ein Lieblingsteam, Lieblingsclan? Gab es das so ein ganz besonderes Line-Up vielleicht auch? Boah, sehr schwere Frage. Ich glaube, man könnte in jedem Jahr irgendwie so auch das Team nennen, was so irgendwie einen so am meisten begleitet hat. In der Anfangszeit war es für mich MTW, weil es einfach so meinen Startzeitpunkt als Kommentator halt auch dann viel mitbegleitet hat, die da einfach ganz oben mit dabei waren. Die Rivalität zwischen Alternate Attacks und Mouseboards fand ich immer extrem geil. Die hat einen auch immer nochmal extra gepusht, dieses Derby, was wir damals noch nicht Derby genannt haben, aber in der heutigen Zeit ne, war es auf jeden Fall das Derby. Und Mouseboards war natürlich auch irgendwie immer im Herzen drin, weil sie halt einfach viele internationale Events gespielt haben. Ne? Und deswegen hatte man ja wohl oder übel mit denen zu tun. Und mein späterer Karriereverlauf war ja dann auch Freaks for You in Berlin, die ja zu der damaligen Zeit, GameSpots war ein Label von ihnen, Mouseboards war ein Label, Cats war ein Label. Deswegen hatte man mit denen dann auch nochmal anders zu tun. Und da ist auch zur damaligen Zeit dann eine große Freundschaft entstanden mit einem Blizzard, mit einem Roman, mit einem Capio und wer dann da alles noch gespielt hat. Und deswegen war da schon immer so eine besondere Verbundenheit dann auch irgendwie da. Aber auch bei Faculty hatte man seine Leute legendär, der Bomben-Diffuse durch die Decke. Und das war dann einfach so ein entertainigeres Team, die halt auch mal den Weg anders gegangen sind als ein Attacks oder als ein Mouseboards. Und das war damals eigentlich schon besonders. Mouseboards hinter Freaks for You, also einer GmbH, Attacks, ein Werksteam von einem Hardware-Unternehmen oder ne, Verkaufsunternehmen und ein N-Faculty, die dann mal den ersten Ansatz hatten als Verein mit Vereinsheim, mit der Stadt Köln halt irgendwie im Hintergrund. So, ne? Und überall waren eigentlich so coole Leute dann da vernetzt und da gibt es unzählige Clans, die man wahrscheinlich nennen kann, aber ich glaubst du, die drei haben einen so am längsten oder die vier haben dann einen am längsten irgendwie auch begleitet und irgendwo immer Berührungspunkte gewesen. Und du hast ja auch mit vielen verschiedenen Spielern auch kommentiert, Capio, auch Sonix. Wer hat dich da so ein bisschen auch immer mal gerne überrascht, auch von seiner Kommentatorentätigkeit her, von deinen Co-Kommentatoren? Ich glaube, die du gerade auch genannt hast, so, ne? Also da waren viele, mit denen es echt Bock gemacht hat, super viel Spaß gemacht hat.
Mit dem Zonix bin ich heute immer noch befreundet. Einfach eine geile Sau. Mit Capio hat es extrem viel Spaß gemacht. Vor allem, und das hat mir auch nochmal so ein bisschen gezeigt, in welche Richtung es geht. Mit einem Capio hat er quasi durch das Cobot-Sein und seine Art auch einen Imagewandel irgendwie hingelegt. So, ne? Bis dahin war irgendwie der Bad Boy, der da auch irgendwie mal irgendwie dann, ja, Dinge gesagt hat, die man vielleicht nicht so gesagt hätte, aber er hat es einfach so geradeaus gesagt, hatte in der Community so eine zweigeteilte Meinung über ihn und durch seinen Job dann auch mehr am Mikrofon zu sein, ein bisschen was zu zeigen, seine lockere, lustige Art, hat er da auch so einen Imagewandel halt vorgenommen. So. Und das war auch irgendwie so, wo man verstanden hat, so, was das halt auch ausmachen kann, dann in Richtung Community. So, ne? Und dann hat es ja. Also irgendwann war er dann auch einer der Community-Lieblinge, so, ne? Und im Chriso war witzig, ja, da gab es viele so, ne? Ich glaube, es wäre unfair, jetzt irgendwie da nur ein, zwei zu nennen. War unglaublich viele. Und auch nach der Zeit dann mit Big in CSGO, die ja auch wieder dann Titel geholt haben. Also, ne, für mich war es, glaube ich, dann so auch die Teams, die international auch das Aushängeschild dann waren. So, ne? Und da hatte man nochmal eine andere Verbundenheit, als wenn es nur in Anführungszeichen auf nationaler Ebene mitgeflogen ist, das Team. Du hast selbst Counter-Strike gespielt. Es hat nicht für den ganz großen Wurf nach oben gereicht. Trotzdem hast du super gerne immer CS gespielt. Wenn du dich jetzt selbst so vom Skill einordnen Eine müsstest, Stufe unter dem Pros. ne? Eine Stufe unter dem Besten. Nein, keine Ahnung. Also damals, als wir clanmäßig angefangen haben zu zocken, da waren wir jetzt nicht, wir waren nicht so scheiße, so, ne? Aber ich würde sagen, Mittelfeld, so, ne? Und je nachdem, wie viel Zeit man dann auch investiert hatte, zur Schulzeit natürlich deutlich mehr. Und das fehlt ja dann irgendwann auch so, ne? Wenn du jetzt nicht deine 5, 6 Stunden am Tag spielen kannst, wirst du da halt auch schlechter. Aber ich war. Zu Anfangszeiten von CSGO war ich dann auch mal Global Elite und dann irgendwie Supreme und sowas. Da wird es heute nicht mehr. Ich glaube, wenn ich ja heute noch spielen würde und mir viel Mühe gebe, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch hier Adler, Legendary Eagle. Und ich glaube, das ist auch so das Niveau, wo ich mich einsortieren würde. So, ne? Dadurch, dass ich viele Spiele gesehen habe, kann ich, glaube ich, junge Wilde auch immer noch ausspielen, weil man halt, ne, mit dem Aiming safe nicht, aber. Mit dem Brain halt so, ne? Und wenn man halt einfach andere Moves spielt und dann hapert es am Ende im Zweifel dann am Aiming, aber zumindest kriegt man noch ein paar Sachen halt ausgespielt, so, ne? Wie wenn irgendwie einer, der keine Ahnung, 20, 30 Jahre lang Fußball gespielt hat, der dribbelt dich halt im Zweifel, ne? Kann er dich nicht abziehen, aber der kann dich trotzdem auch noch blöd dastehen lassen, so, ne? Und so bin ich in Counter-Strike genauso. Also Erfahrung, Spielintelligenz. Voll, ja. Früher hat Ja. man es immer so ein bisschen eingeordnet beim Suchen der Gegner, ne? Low Skilled, Middle Skilled, High Skilled, EPS Skilled. Ja. So würdest du sagen, so Mittel bis High Skilled? Ja, würde ich, ich glaube, da könnte ich So. mithalten. Wenn meine Mates auch auf dem Level unterwegs sind, dann würde ich zumindest nicht ganz alt aussehen. Ich bin nie der Beste im Scoreboard, aber im Mittelfeld. So. Und glaube, da würde ich mich einsortieren können. Ja. Ich habe einmal Rele gespielt. Das war aber auch ein PR-Coup mehr. Aber immerhin kann ich sagen, ich habe einmal EPS Rele gespielt. Wann war das? Boah, mit Venom, zu Venom-Zeiten. Und mit dem ist ja auch immer noch eine große Freundschaft. Ne? Arbeitet ja glücklicherweise jetzt auch mit uns. Und mit dem hat es einen Riesenspaß gemacht zu kommentieren. Der zumindest ja auch mal auf EPS-Niveau dann gespielt hat. Und mit dem ist ja dann unter anderem auch die Bot-WM entstanden. Weil wir da eben Event kommentiert hatten. Ich glaube, es war Katowice oder irgendwas. Und da haben die Bots automatisch angefangen, also wenn nicht die 10 Spieler da waren, haben Bots angefangen zu spielen. Und ich habe immer gerne den Gag gemacht, dass ich schon angefangen habe, aber nicht onstream, sondern nur, ne, im Teamspeak schon zu kommentieren. Und dann sind die immer schnell wieder zurückgerannt, weil sie irgendwas gehört haben und dachten, scheiße, es geht wieder weiter. Und er auch. So, ne? Und die meisten haben dann so, geht ja gar nicht weiter und dann wieder aufgehört. Und er hat aber einfach mitgemacht. So. Und dann waren wir halt wieder onstream und haben einfach Bots gegen Bots kommentiert und haben da uns so den Arsch abgelacht, weil es so witzig war und der Chat halt auch komplett am Eskalieren. Und daraus ist dann die Bot-WM entstanden, die wir dann zum 1. April da gemacht hatten. Und das war quasi dann der Auslöser dafür. So, ne? Und Venom auch überragend gewesen mit ihm, ja. Du hast sehr viele verschiedene Sachen gemacht, ne? Bot-WM veranstaltet, kommentiert, moderiert, Interviews auch geführt. Was hat dir da persönlich so immer am meisten Spaß gemacht? Ist auch immer, je nachdem, was es halt war. Ne? Knauts E-Sport Sofa hatte für mich verschiedene Ansätze, warum es zu dem Konzept geworden ist. Zum einen wollte ich ein Format schaffen, wo
es zwar um Counter-Strike geht, aber ich kein Counter-Strike-Bildmaterial benutzen muss, damit es funktioniert. Ich wollte, dass gerne du als Jungspund zu deinen Eltern gehen kannst und sagen kannst, guck mal, deswegen spiele ich das. Von dem bin ich irgendwie der Fan, und der ist halt cool. Und der erzählt quasi dann mal den Eltern, wie es bei ihm angefangen hat, was Counter-Strike ihm geholfen hat, also ne, soziale Kompetenz, irgendwie, dass er sicher geworden ist, Verträge zu verhandeln, dass sein Englisch besser geworden ist und was man alles gehört hat. Und im besten Fall, was ist nach der Counter-Strike-Karriere passiert, also was für einen Job hat er, ne, oder sie. Und das war so der Ansatz für mich. Dann wollte ich einen sportlichen Teil drin haben, damit man auch sagen kann, das sind nicht nur, und das war zur damaligen Zeit ja dann noch, ne, die Leute, die im Keller hocken, vom Computer Chips essen und sich eben nicht um Ernährung und sowas kümmern, sondern die können auch sportlich etwas. So, ne? Und natürlich sind sie nicht in jeder Sportart gut, aber es gibt irgendwas, was sie halt auch abseits vom Computer machen, was sie irgendwie Spaß macht und wo sie halt gut sind. Und das waren so die Ansätze. Für mich war der Ansatz, dass ich zu der Zeit halt auch mal wieder irgendwie raus wollte aus Berlin und auch irgendwas erleben wollte. Und das hat am Ende sehr gut gematcht. So. Und im Prinzip waren ja immer drei Teile. Der erste Teil war so ein bisschen die Vergangenheit, Kindheit, das Leben davor. Dann einmal der sportliche Teil und dann ging es um Counter-Strike und das Leben gegebenenfalls nach Counter-Strike. Also was ist aus der Person geworden? Und da gab es so viele interessante Sachen. Für mich war der Fallschirmsprung, glaube ich, so eins der prägendsten Sachen, die immer noch im Kopf sind, wo ich nicht weiß, wenn die Kamera nicht dabei gewesen wäre, ob ich es gemacht hätte. Aber ich habe es gemacht und war ein geiles Erlebnis. Bei der Bot-WM ging es einfach nur um den Fun-Entertainment und wie die Leute dann auch die Stories mit aufgegriffen. Und dann hat der eine irgendwie einen Spielbericht geschrieben, weil er sich irgendeine Story ausgedacht hat, dass er bei dem einen Team im Bootcamp war und wie das abging. Und die Quoten, wie ja Leute dann auch Skingeld quasi darauf gesetzt haben und sowas. Das war schon sehr verrückt. Eine Anekdote bei der Bot-WM war, Micha, unser Geschäftsführer, der war damals in irgendeinem Kundentermin und da ging es gerade um irgendeinen Pitch für irgendein Event oder irgendeine Liga, irgendein Konzept. Und dann meinten sie, ja, okay, das ist eine, aber ihr macht ja dieses 1-Millionen-Dollar-Turnier, da wollen wir gerne als Sponsor dabei sein. Und er so, ihr wisst schon, dass dann nur Bots gegen Bots spielen. Die so, wieder spielen Bots gegen Bots. Und dann hat sich das erst auf, weil wir haben ja 1 Million Ingame-Dollar Preisgeld, damit hast du ja auch wieder News generiert und sowas. Das war sehr verrückt auf jeden Fall. War sehr witzig. Aber das quasi alles gerne gemacht, kommentieren, moderieren, Interviews führen, gab es Ja, keinen Favorite so, ja. sondern alles. Also wenn ich keinen Spaß daran gehabt hätte, dann hätte ich es nicht gemacht. So sehr konnte ich mir das damals auch dann aussuchen tatsächlich. Natürlich kann ich nicht sagen, dass mir jedes einzelne Spiel, was ich kommentiert habe, immer zu 100% Bock gemacht hat. Und die schlimmsten Spiele waren, du hast beispielsweise eine ESWC mit den krassesten Teams, krassesten Matches und am Tag danach dann der nationale Wettbewerb, wo du denkst, boah, was machen die da gerade so, ne? Und dann halt auch kein hochklassiges nationales Match, wo du denkst so, gestern noch das und das, da musste man sich erstmal wieder immer wieder reinbringen und da rausholen, dass jetzt wieder ein nationaler Wettbewerb und es nicht darum geht, jetzt zu sagen, das machen die gerade falsch, das machen die falsch, weil du es ja gestern genau anders gesehen hast. So, ne? Das waren immer die schwierigsten Matches tatsächlich. Und das Wichtige war halt auch immer wieder so ein bisschen Abstand zu haben, damit du halt auch immer wieder den Hunger hast drauf. So, ne? Ich meine, am Ende 20 Jahre. Da ist auch schon viel Disziplin, Durchhaltevermögen und das kannst du auch nicht, wenn du jeden Tag das machen würdest. Und deswegen brauchte man auch mal Dinge drumherum, wie eine Bot-WM, wie Knossi eSports Sofa, die einen einfach mal wieder ein bisschen was anderes gegeben haben, damit man sich wieder darauf freut, dann ein ganz normales Match zu kommentieren. Das Ganze war aber immer Learning by Doing bei dir, oder hast du Yes. irgendwie das studiert irgendwie oder wie hast du dir das Wissen angeeignet? Sadly not. Damals gab es ja nichts in der Richtung. Gibt es auch immer noch nicht, dass du E-Sport-Kommentator irgendwie als Ausbildung oder sowas machen kannst. Es war viel zuhören, viel lernen, viel lesen, viel selber machen, viel Kritik abbekommen. Zur Anfangszeit auch Leute, die geschrieben haben, hör auf mit dem Kommentieren, das wird nichts. Die irgendwann nach Jahren später dann geschrieben haben, ey, gut, dass du nicht aufgehört hast, weil mittlerweile gucke ich dich halt echt gerne und sowas. Ich habe mir damals, da müssten sie auch noch sein, zwei Bücher, Radiojournalismus, also ne, wie man dann Interviews führt und solche Geschichten, habe Podcasts
Praktika gemacht bei normalen Radiosendern, um da halt auch mal das Leben irgendwie dann mitzubekommen. Und halt viel zugucken, was andere machen und das dann selbst für sich zu verinnerlichen und dann selber seinen eigenen Stil zu finden und seinen eigenen Weg zu gehen. Und das war auch, wie ich am Ende dann zum Fernsehen da gekommen bin. Ich war mit meiner Sendungsvorbereitung fertig und habe mich dann in die Regie gesetzt, zugeguckt, was die so machen, mit dem gefragt, warum er das so macht. Und irgendwann stand ich dann selber mal an der Kamera, weil irgendwie ein Kameramann da ausgefallen ist. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ihr müsst mir alles sagen, aber ne, besser als wenn da halt keiner steht. Ich stelle mich da gerne hin, wenn es euch hilft, mache ich das. So, ne? Und so ist man dann halt immer irgendwie da rangekommen und viel ja, zuhören, beobachten und dann machen. Du hast ja dann auch im Fernsehen moderiert, auch bei quasi Nicht-E-Sportler-Sendern, ne? Also ProSieben Max zum Beispiel, ja, auch im NRW-TV dann. Wie war das für eine Umstellung quasi, wenn du dann Leuten, die jetzt von Counter-Strike nicht so viel Ahnung haben, von E-Sport generell nicht so viel Ahnung hast, da für die dann berichtest? Es war eine krasse Umstellung auf jeden Fall, weil du natürlich, und gerade ProSieben war nochmal eine andere Hausnummer, weil du natürlich dein Kommentatoren-Jargon ja irgendwie drauf hast. Und wenn ich dir jetzt irgendwie von einem Ace erzähle, dann weißt du sofort Bescheid, aber der normale Zuschauer zu Hause versteht es nicht. Und die Balance zu finden, dass der Counter-Strike-Fan, der jetzt gerade im Programm einschaltet, nicht denkt, boah, hier wird ja gerade kommentiert wie für kleine Kinder oder wie für Eltern und Omas und Opas. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und zu demjenigen, dass der Vater, Mutter, Oma, Opa nicht abschalten, weil sie denken, boah, das ist mir jetzt aber zu viel Englisch und da verstehe ich nichts. Diese Balance zu finden war erstmal schwierig. Und da hat der Tim von ProSieben ja auch sehr viel geholfen, gerade am Anfang, dass man einfach nur ne, durch leichte Nebensätze mal, die tun keinem weh, die überhört auch der Hardcore-Counter-Strike-Fan, weil es tut einfach nicht weh. So, ne? Wenn jetzt hier beispielsweise ein Ace bedeutet 5 Spieler ausgeschaltet, so, ne? Und dann geht's schon wieder weiter. Das heißt, nicht jedes Mal Ace, okay, ich erkläre das jetzt nochmal ganz kurz für diejenigen, die das nicht wissen. Ein Ace bedeutet, ich habe gerade als einzelner Spieler 5 Gegner ausgeschaltet. So, wenn das Niveau ist, dann bin ich als Fan natürlich, denke mir, okay, das höre ich jetzt 2-3 Mal, dann bin ich weg. Aber so diese Balance zu finden und da kommt man dann halt irgendwann rein. Ja, ich hätte mir so ein Guide quasi mal geschrieben für die ersten 15 bis 30 Runden, also die ersten 15 noch ausführlicher und dann wird es quasi immer weniger, so, ne? Wo man so ein bisschen die Themen und entweder passieren sie halt selber oder man arbeitet sie dann halt heraus und bringt es halt in die Richtung, so dass man erklärt, dass ne, erste Runde $800, in der zweiten Runde hat das eine Team aber Waffen und die anderen nicht, warum, so, ne? Und was bedeutet es, wenn jetzt eine Waffe quasi mitgenommen wird in die nächste Runde? Und da hat man so ein paar Sachen, die man dann halt so ein bisschen erklären kann und sich da die Bälle halt zuspielt. So. Aber das war ein großer Unterschied auf jeden Fall. Und deswegen war da auch zu der Zeit, wo ich jetzt nicht TV und Stream gemacht habe, weil es halt einfach ne, ganz andere Unterschiede sind. Und das kriegst du auch so schnell nicht wieder umgestellt, dass ich jetzt heute da, weil du hast einfach dann diesen Nebensatz auch weiterhin einfach drinne. Der wird dann zwar wieder überhört, aber es ist, man merkt es dann selber einfach so. Ne? Früher war es ja so, man hat immer gesagt, E-Sport muss ins Fernsehen, quasi ne, zu den klassischen TV-Sendern. Wenn man das heute ansieht, auch mit YouTube, Twitch und Co., ist das überhaupt noch so der Fall? Sehr gute Frage. Ich glaube, man kann es aus beiden Richtungen sehen. Ich glaube, dass Fernsehen über die Zeit die jungen Erwachsenen braucht und die erreichen sie über E-Sport, über Influencer. Und deswegen sieht man ja auch bei normalen Fernsehsendungen auch sehr häufig, dass da Influencer, ne, bei TV Total Raab am Ende hast du gesehen, dass viele YouTuber eingeladen wurden. Jetzt hier von Kai Pflaume mit Wiegald Boning und Elton, ne, war auch die ein oder anderen YouTuber-Influencer und sowas. Ich glaube schon, dass auch Fernsehen die jungen Medien eben braucht. Und andersrum erreichst du aber halt auch im Fernsehen eine andere Zuschauerschaft. Jetzt kann man natürlich wieder darüber diskutieren, alte Messverfahren, wie eben Zuschauer ermittelt werden versus bei Twitch. Ein Zuschauer, der gerade einschaltet, wird auch als ein Zuschauer gezählt und nicht dann irgendwie hochgerechnet und dann hast du deine Zahlen und deine Quote. Aber natürlich haben wir in der Sendung bei ProSieben Max, wo du dann mal irgendwie auch ne, im guten Programm dann irgendwie bist,
da hast du dann deine 250.000 plus Zuschauer, wo es dann mal auch hochgehen kann bis 1 Million oder sowas. Und das erreichst du natürlich auch nicht mit einem Twitch-Stream. Vor allem dann auch nicht auf deutscher Sprache. So, ne? Natürlich freuen wir uns, wenn wir hatten damals 34.000, so. Das war lange Zeit einer der Rekorde, so, ne? Wo du denkst, mega krass. Wenn du das auf Fernsehen überträgst, ist 34.000 wäre ein Grund, die Sendung abzusetzen, im Zweifel, so, ne? Natürlich kann man jetzt auch wieder, hängt anderes Geld dahinter und Sendeplatz und keine Ahnung was. Aber das ist so ein bisschen die Relation, so, ne? Natürlich erreichst du mit Fernsehen nochmal eine ganz andere Zuschauerschaft, auch aus dem Messverfahren dann heraus und so. Aber deswegen glaube ich, in den nächsten Jahren, beide können davon profitieren. Und so würde ich, glaube ich, da auch rangehen. Und nicht irgendwie, der eine profitiert jetzt von dem anderen. Und deswegen macht es halt Sinn. Und deswegen müsste der jetzt mehr dafür bezahlen. Ich glaube, es ist wirklich inzwischen auf Augenhöhe. Und beide können voneinander lernen, voneinander profitieren und es gemeinsam auf die nächste Stufe heben. Du Deswegen hast habe ich es auch gemacht. absolut. Du hast ja nicht nur dann im ganz normalen Kommentatorenbereich gearbeitet, sondern du hast auch 99 Damage gegründet, große Szene-Seite. Warum hattest du dich dazu entschlossen, dieses Portal zu starten? Es war ja der Wechsel dann von Counter-Strike 1.6/Source auf CSGO. Für mich war das ist jetzt die eine Chance, beide Zielgruppen wieder zusammen zu verknüpfen. Der Worst Case wäre gewesen, dass du drei Spiele am Ende hast, nämlich 1.6/Source und CSGO. Glücklicherweise ist es das nicht geworden, auch wenn da einige noch gekämpft haben, aber am Ende ist es dann alles zu CSGO geworden. Ich war damals zu den 1.6-Casts halt sehr verbandelt mit Reedmore. Zum einen, weil ich der Reedmore geleitet hatte, sehr gut befreundet war. Zum anderen, weil da einfach halt das Counter-Strike-Geschehen war. Die Leute, die Fans-Community war da unterwegs und da hat man miteinander interagiert. So, jetzt hattest du die Möglichkeit, dass ich Counter-Strike Go weiter kommentieren werde. No-brainer. Die Frage war nur, und wir hatten ja damals auch unsere eigene Seite mit GameSpots, mit Coverage, die dann aber, ne, immer Stück für Stück kleiner geworden ist, weil wir hatten StarCraft dann als eigenständige Seite gemacht und dann war nicht mehr viel los. So, und die Überlegung war, machen wir halt nur Broadcast und machen es relativ eng mit Reedmore zusammen oder machen wir halt unsere eigene Seite, wo wir wahrscheinlich auch eine gute Chance haben, da zumindest mitzumischen in der oberen Region. Plus unsere eigenen Broadcasts, plus unsere eigenen Turniere dann perspektivisch und sowas, wo du einfach viel mehr Möglichkeiten hast mit der Plattform. Und hätten wir es mit Reedmore gemeinsam gemacht, hättest du zwar immer noch Revenues verdienen können über deine Streams, aber alles andere wäre halt nicht in deiner Hand gewesen. Und auch die Gestaltung wäre natürlich, wärst du ja halt darauf angewiesen gewesen, wie die entscheiden und was die halt machen. Und deswegen hatten wir uns damals entschieden, dann 99 Damage als eigene Plattform von uns zu starten. Was mit MyStarCraft und StarCraft-Szene halt funktioniert hat, dann halt auch in Counter-Strike zu probieren. Und ich habe damals eine Analyse gemacht, machen wir es auf Englisch, machen wir es auf Deutsch. Und weniger Konkurrenz wäre logischerweise in Englisch da gewesen. Aber mein Netzwerk war halt natürlich deutlich in Deutschland, nationaler Region, halt größer ausgebaut. Und ich hätte auch nie kommentieren wollen in Englisch. So, ne? Vor allem halt zur damaligen Zeit nicht so, ne? Weil man sich eben auf Deutsch und lustiger, als wenn es auf Englisch dann transportieren muss. So, ne? Es ist einfach, es hat für mich nicht gepasst. So. Und dann haben wir 99 Damage gegründet. Und nach einem Jahr war es dann die größte Szene-Seite. Wir haben sehr viel am Anfang durch News gepumpt, Interviews, Exklusiv-Interviews, Wechsel, die quasi wir gepostet haben, andere als uns als Quelle nutzen mussten. Und damit ist es dann halt relativ schnell vorwärts gegangen. Viele Streams haben die ESL Meisterschaften gemacht, oder welcher Name damals auch immer dann da war. Und dann halt auch angefangen, eigene Turniere ins Leben zu rufen. So, und hatten eine sehr enge Verbundenheit mit der Community, logischerweise durch die Streams, aber auch durch die Teams und Spieler. Und damit war dann, hat es alles ganz gut gepasst. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? 99 Damage? Ich war damals mit einem Kollegen in der Pause und habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie wir die Seite nennen sollen. Wir haben bestimmt schon 50 verschiedene Namen überlegt, was alles irgendwie passen könnte. Und dann kam der irgendwann hoch und meinte, er war mal in einem Clan, der hieß irgendwie 99 Schaden oder auch 99 Damage oder sowas. Und es würde ja ganz cool passen, weil wenn man 99 Schaden macht, dann hat man immer noch ein HP am Ende übrig, so, ne? Und
das war dann irgendwie, ja, es hat ganz gut gepasst. Der hat dann relativ schnell auch ein Logo-Skizze, hat er mir dann hingelegt und meinte ich, mega, das ist es. Geiler Name, passt. Und dann halt, ne, die ganz normalen Checks, ist der Name verfügbar, ist die URL, Socials, bla bla bla, was man alles checken muss, wie du dann auch ja, deinen Namen schützen kannst und alles Mögliche. Das hat alles gepasst und dann war 99 Damage geboren. Und damals ja noch mit der Idee als Multigaming-Plattform, also auf Shooter-Titel. Damals hatten wir dann Shootmania noch. Das heißt, es war dann quasi, es gab eine Hubseite und dann halt dein Reiter CSGO, Shootmania. Und aber viele nicht gecheckt hatten, dass du oben switchen konntest und nicht nur eine zentrale Seite hast, wo alles dann irgendwie passiert. Und Shootmania hatte ja dann auch nicht den Erfolg und Durchbruch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir bleiben jetzt wieder nur bei Counter-Strike und fertig aus. Wenn man sich die ganzen Projekte von dir anschaut, ne, also 99 Damage, Kommentator, Moderator, da hat man so ein bisschen das Gefühl, eigentlich, es klappt alles bei dir und du bringst so richtig den E-Sport voran. Gibt es aber doch auch Projekte, Sachen, die eben nicht so geklappt haben, wie du es dir vorgestellt hattest? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, was bei mir, wenn ich solche Sachen durchziehe, dann ist sehr viel Disziplin dahinter, viel Herzblut und da ist mir egal, zu welcher Tag- oder Nachtzeit. Also dann lebe ich für diese Sache. Und deswegen glaube ich, funktioniert es auch am Ende, weil ich mich selber da so mit beschäftige und reinziehe, damit es einfach egal wie funktioniert und auch andere dadurch halt ganz gut mitreißen oder abholen kann, dass sie sehen, okay, der hängt sich rein, dann bin ich da auch mit dabei. So, ne? Und dann kann ich da auch mitmachen. Natürlich wird es mal die eine oder andere Sache geben, die dann vielleicht nicht gepasst hat, wo man, wenn man sich vielleicht länger durchgezogen hätte, dann irgendwie doch funktioniert hätte oder die Zeit gerade nicht reif war. Aber so die Kernsachen, womit man irgendwie unterwegs war, hat dann am Ende funktioniert. Oder es ist was anderes Gutes daraus entstanden, was dann weiter funktioniert hat. Also damals zum Beispiel auch der Weg nach Düsseldorf ins Regionalfernsehen, dann ist der Sensor platt gegangen. Wir haben doch irgendwie einen Weg gefunden, andere Art und Weise weiterzumachen. So, und eigentlich rentabel war das halt nicht so. Aber dadurch ist dann auch wieder die Nummer entstanden mit ProSieben Max und dem Magazin damals für die E-League. So, das wurde irgendwann eingestellt wegen dem Amoklauf in München. Danach hieß es, ist die nächsten Jahre kein Thema mehr. Nach einem halben Jahr gab es den Anruf. So, ey, würdet ihr nochmal für uns produzieren? Und daraus ist dann das RAN eSports Magazin entstanden. Also, ne, es fügt sich dann irgendwie alles. Und auch wenn vielleicht so zwischenzeitlich, wenn du nur darauf blickst, auf diesen einen Meilenstein, würdest du denken, okay, jetzt ist halt vorbei, aber irgendwie kommt dann doch wieder was. Und ja, so, am Ende wird es dann doch irgendwie gut. Also eine Tür schließt sich, die andere geht dafür dann vielleicht auf. Genau, Ne? ja. Nach dem Ende von Counter-Strike 1.6 hast du dann auch Counter-Strike Global Offensive kommentiert. Und wenn man aber so die alten Counter-Strike 1.6-Hasen fragt, die sind jetzt bei Counter-Strike Global Offensive oft nicht so ganz begeistert von diesem Spiel. Ja. Wie ist es bei dir? Welche Version findest du besser? Welche hat mehr quasi Herzblut bei dir? Auch da würde ich wieder sagen, es kommt auf die Phase drauf an. So, ne? Also meine Karriere hat gestartet mit 1.6, deswegen hast du immer irgendwie eine Verbundenheit auch mit diesem Spiel. Das, was Counter-Strike wirklich groß gemacht hat, ist Counter-Strike Go. So, ne? Es war zuschauerfreundlicher. Ich weiß, dass ich damals einen Hack quasi in Counter-Strike 1.6 hatte, damit ich meine Healthbars anzeigen kann. So, ne? Das hat mir einer programmiert, der sonst im Zweifel halt Cheats machen würde. Und das musstest du halt auch injecten, quasi wie einen Hack. Und wenn ich danach selber gezockt habe, muss ich einmal zumindest neu starten, weil ansonsten wäre die Gefahr da gewesen, dass man halt einen WAC-Bann halt kassiert. So. Und das hat aber quasi als Overlay ist ja für den Zuschauer viel einfacher gemacht zu erkennen, wer lebt gerade noch wo. Und da ist Counter-Strike Go deutlich weiter gewesen, schon zum Start des Spiels, was du schon alles irgendwie an Informationen hast und sehen kannst. Plus, dieses Spiel hat dann wieder beide Communities miteinander vereint. So, und hat neue Leute dazugebracht, hat einfach auch den Broadcast drumherum größer gemacht. Und deswegen ist es für mich ganz klar CSGO, weil es einfach das nächste Level ist. So, ne? Und ich weiß, Fortschritt oder ein Wandel sind viele auch immer erstmal kritisch. Gerade wir in Deutschland sind da erstmal, ne, bleibt bei dem Alten, funktioniert und alles Mögliche.
aber damit hast du halt auch kein Wachstum. So. Und Counter-Strike Global Offensive hat dafür halt gesorgt, dass Counter-Strike immer noch da ist, wo es heute ist. Und hätte man damals sich weiter auf Counter-Strike 1.6 angeschossen, mal auch einfach nur auf die Grafik geblickt, dann wäre das heute sicherlich nicht mehr relevant. Passend dazu auch eine Frage von S. Angelo aus dem Rejoin-Forum, ist die Nachfolge-Community von Readmore. Ja, mitbekommen, ja. Was gefällt dir vom Format her besser, vom Turnierformat? Die aktuellen CSGO-Major-Events, häufig auch Single-Elimination, oder wie früher bei einer ESWC-Veranstaltung, da hattest du ja doch auch noch so Gruppenphase, Gruppenspiele und dann die ersten zwei kommen weiter. Ich fand eigentlich das ESWC-System schöner, weil du einfach als Team mehr Spiele hast. Das heißt, ich habe ja mindestens drei Spiele. Deswegen gibt es ja auch manchmal noch dann jetzt quasi die Weiterentwicklung daraus, das GSL-System, ne, wo du dann quasi auch in Gruppen, aber Bracket-Format spielst und so weiter. Aber ich fand es immer schön, wenn ich schon in irgendein Land fahre, um dort bei einer Competition teilzunehmen, dass ich nicht nach im Worst Case zwei Spielen raus bin und dann war es das halt so, ne? Sondern in der Gruppenphase, ja, mal mindestens dann, wenn du eine Vierergruppe hast, mal mindestens drei Spiele halt irgendwie stattfinden, wo man auch die Chance hat, sich zu präsentieren. Natürlich hast du immer die Gefahr, dass du dann irgendwie, ne, Three-Way-Tie nochmal irgendwie stehst und nochmal Matches spielen musst und bla bla, was halt für den Turnierveranstalter sehr schlecht planbar macht. Aber rein für mich zum Kommentieren war das halt schön. Im besten Fall Best of Three, dann zu einer gewissen Phase. Best of Five hasse ich, weil das sich dann doch sehr in die Länge ziehen kann und einfach ein sehr langer Tag dann wird. Best of Drei ist irgendwie immer so, wo ich sage, ne, macht Bock, da kann man auch alles reinhängen. Und ja, vielleicht dann in der Gruppenphase war für mich Best of One. So, ne, du musst halt abliefern, natürlich können dann auch Überraschungen passieren. Aber das habe ich bei einer Weltmeisterschaft im Fußball oder Europameisterschaft halt genauso. Und das sorgt halt dann auch mal zu coolen Überraschungen, was halt vielleicht dann nicht so klar vorhersehbar war. Du hast 20 Jahre lang kommentiert und dann aber natürlich Ende 2021 gesagt, Feierabend, ich hänge jetzt quasi das Mikrofon an den berühmten Nagel und beende meine Kommentatorenkarriere. Ja, warum hast du dich dazu entschlossen dann? Ich hatte grundsätzlich in meiner beruflichen Laufbahn immer Doppelposition irgendwie. Es war immer, ich war Kommentator, habe aber auch 99 Damage geleitet als Projekt. Habe aber zusätzlich bei uns im Büro dann quasi die Buchhaltung, also das gemacht, was keiner machen wollte, ne? Buchhaltung, Controlling, Office Management und sowas. Und dieses Pensum habe ich die ganze Zeit immer irgendwie durchgezogen, wo man zwei, drei verschiedene Hüte auf hatte. Und ich habe für mich gemerkt, wie sehr mir das hilft, wenn man sich auf eine Sache dann tatsächlich fokussieren kann. Und letztendlich ist das, was ich auch immer wieder meinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie sage, ne, fokussiere dich auf eine Sache und mach nicht drei, vier Sachen gleichzeitig, weil dann kannst du es nicht richtig machen. Mit welchem Grund könnte ich es also, wenn ich auf verschiedenen Hochzeiten tanze, weil irgendwas bewusst oder unbewusst kommt am Ende des Tages immer zu kurz. Und eigentlich wollte ich schon das Jahr davor aufhören, weil ich für mich irgendwie dachte, okay, ich will mich jetzt konzentrieren auf meine Rolle, auf meine Aufgabe, die ich als Angestellter in der Firma habe, und nicht noch irgendwie zwei, drei andere Sachen nebenbei. Und das war am Ende, sich um die TV-Abteilung kümmern, dann die Redaktion Video kümmern, dann zusätzlich Prokurist, dann noch Moderator und dann irgendwie noch auch der Treiber dann in der Fernsehrichtung und sowas. Und wollte eigentlich das Jahr davor schon aufhören. Dann hieß aber, kannst du noch ein Jahr irgendwie auch für uns machen, damit wir halt auch entsprechend, ne, ein bisschen vorbereiten, Nachfolge finden. Also ich gesagt, kein Problem, passt auch besser für mich. Dann mache ich die 20 Jahre noch voll, dann ist auch alles cool. Und ich merke jetzt, wie wahrscheinlich auch eher unbewusst, aber wie jetzt dieser eine Hut, den man quasi nur noch auf hat, wie man jetzt sich darauf fokussieren kann und einfach der Weg anders ist. Auch wenn ich jetzt nicht irgendwie sage, davor, selbst noch mit dem Moderationshut, war jetzt super viele Sendungen. Aber ich habe für mich relativ schnell das auch trennen können, welchen Hut ich aufhabe, aber du als Mensch siehst gerade nicht, welchen Hut ich aufhabe. Und wenn ich in der TV-Produktion drinne bin und als Moderator gerade da bin, aber eigentlich gerade irgendwas ist, I don't know, wo ich eigentlich als Chef etwas sagen würde, aber als Moderator sage ich es nicht, weil es gibt andere Leute, deren Aufgaben es gerade ist, dann zu sagen, ey, das bitte so und so machen. Und wenn dann aber derjenige sieht, ich als Chef sage jetzt gerade nichts,
der weiß ja wieder nicht, welchen Hut ich aufhabe, dann denken die, dann ist es halt okay so. Und das hat für mich war das irgendwann so relativ klar, aber für viele andere nicht. So, und damit lastet man ja auch wieder dem Gegenüber etwas auf, wofür er ja gar nichts kann. Und jetzt ist für mich halt so eine klarer Cut. Ich habe jetzt diese Rolle und jetzt kann ich die auch anders verkörpern und nicht mehr diesen Zwiespalt, wo man mal so und mal so irgendwie. Wenn du auf die 20 Jahre Kommentatorentätigkeit zurückblickst, wie schaust du auf diese Zeit zurück? Sehr stolz, sehr zufrieden, viel erlebt, viele Talente kommen und gehen sehen. Es war für mich auch quasi das Karriereende von Gob. Wir haben ihm ja eine eigene Sendung nochmal gewidmet. Den habe ich starten sehen und halt auch beenden sehen. Jetzt macht er auch wieder weiter mit Valorant, weil es doch irgendwie in den Finger kribbelt. Aber das war einfach cool zu sehen, so mit wie vielen Menschen man zu tun hatte, wie viele Orte ich bereisen durfte, Länder ich bereisen durfte, über verschiedene Spieler berichten durfte, egal ob international oder national, dass der Name auch nicht nur national bekannt ist, sondern auch international. Und es waren viele Sachen dabei, die einen stolz gemacht haben. Und mit unter anderem am meisten, dass man selber den Weg geschafft hat, daraus seinen Beruf zu machen, aus dem Hobby, was angefangen hat, daraus seinen Beruf zu machen. Mit einer fixen Idee, mit 10 Leuten irgendwie, mit denen man irgendwie als Kollege unterwegs war, da irgendwie was auf die Beine zu stellen, zu inzwischen einem 300-Mann-Unternehmen und 300 Frau. Also überall unterwegs zu sein und anderen auch wieder die Möglichkeit geben zu können, aus ihrem Hobby auch ihren Beruf zu machen. Und das erfreut mich und das hat mir auch zum Abschiedsvideo dann von den 20 Jahren, wie viele Leute da dann auch nochmal drin waren und auch gesagt haben, dass sie teilweise auch ihren Weg zu verdanken haben, wo man das dann wirklich nochmal anders irgendwie realisiert. So. Und Leute, vielleicht auch Leuten dazu geholfen hat, selber zu spielen oder Leuten auch in einer schlechten Zeit hinwegzuhelfen, weil sie durch meine Art, weil sie dann das Spiel geguckt haben, doch wieder irgendwie mal lachen konnten und was auch immer. Und ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele gemischte Gefühle. Auch, dass man durchgehalten hat, auch viel einstecken musste an Kommentaren, egal in welche Richtung. Aber man sich halt nicht entmutigen lassen, sondern auch weiter gekämpft hat, für die Szene gekämpft hat und damit eben auch die nationale Szene ein bisschen mehr vereint hat. Und davon ein Teil gewesen zu sein, das mitgestalten zu können, dass die deutsche Szene heute dasteht, wo sie ist und wo ich sagen kann, ein kleines Puzzleteil bin auch ich, das macht mich stolz und glücklich. Passend dazu auch eine Frage von Esangelo nochmal. Wie viele Ratschen hast du dann in deiner Karriere denn verschlissen? Wie viele mussten dran glauben? Viele auf jeden Fall. Eine liegt jetzt noch in der Vitrine, die wird nicht geratscht, damit sie nicht kaputt geht. Aber da sind schon einige kaputt gegangen. Und auch da, es war ja nicht irgendwie bewusst, dass man sich irgendwie hingesetzt hat, so was könnte ich denn jetzt mal irgendwie benutzen als Instrument. Ich hatte diese Ratsche vom Radrennen. Das war einfach so eine Plastikratsche, die da irgendwie am Wegrand verteilt haben. Und die lag dann da halt irgendwo auf dem Tisch oder keine Ahnung. Und weil man irgendwie so gerade voller Euphorie, hat man das Ding gedreht und dann war das halt irgendwie geboren. Und es war so eine Plastikratsche, ja, saulaut. Und irgendwann dann diese Holzratschen, die haben nochmal einen helleren Ton. Also ich kann dir jetzt unterschiedliche Ratschentonarten auch sagen. Aber da sind schon einige kaputt gegangen, ja. Ist ein Comeback ausgeschlossen als Kommentator? Mein Motto ist dann auch irgendwie niemals nie. Ich wurde jetzt auch tatsächlich schon irgendwie zu Katowice jetzt gefragt, ob ich da wieder machen will, wo ich gesagt habe, nee, so, ne? Also lass mal jetzt irgendwie ein Jahr im besten Fall. Ich habe auch gegenüber ProSieben und unseren TV-Jungs gesagt, ich bin der letzte Mensch, der nicht für euch auch da ist. Wenn wirklich mal jemand ausfällt und sonst irgendwas, dann springe ich gerne ein. So, ne? Ist ja jetzt nicht, dass man irgendwie alles verlernt. Aber man muss sich schon nochmal auch wieder anders vorbereiten dann wieder, wenn man logischerweise jetzt nicht mehr auf dem Level verfolgt, wie man es dann die letzten Jahre verfolgt hat. Aber wenn irgendwo mal eng am Engpass ist oder irgendwer krankheitsbedingt ausfällt, dann klar, unterstütze ich gerne. So, ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie konkret denke, da muss ich jetzt nochmal kommentieren oder bei dem nächsten Major will ich auf jeden Fall nochmal irgendwie vor der Kamera. Und ob es mal irgendwie sein kann, dass man irgendwie mal eine Map mitmacht oder einfach nur mal vor dem Mikrofon steht, kann alles sein.
aber es gerade nichts geplant und die ersten Anfragen wurden zumindest auch mal abgelehnt, wo ich gesagt habe, aber lass bitte jetzt nicht die erste Sendung direkt sein, weil es dann am Ende, wir haben keinen anderen gefunden. Ja, so, ne? Die Ausrede funktioniert dann da an der Stelle auch nicht. E-Sport ist für dich ja zu einem wichtigen Lebensabschnitt geworden. Klar, bist ja seit 20 Jahren, jetzt auch mehr als 20 Jahren schon mit dabei. Wenn du nicht im E-Sport-Bereich gelandet wärst, was wäre so ein Bereich gewesen, der für dich auch interessant gewesen wäre? Ja, ich hatte mehrere Wegabschnitte, wo es entweder rechts oder links lang ging. Und ich habe, bevor ich in Berlin meinen Ausbildungsplatz unterschrieben habe, hatte ich schon einen Ausbildungsplatz in Frankfurt zum Industriekaufmann unterschrieben. Also das wäre schon mal so der erste Abzweigung gewesen. Bevor es dazu gekommen ist, war ich beim Bund und hatte quasi Offiziersfeldwebellaufbahn, wo ich so eine Special-Prüfung hatte über 2, 3 Tage lang. Ich glaube 80% Durchfallquote. Ich hatte es geschafft und wollte damals dann zu Radio Andernach, zum Bundeswehrradio. Da waren keine Plätze frei und dann wurdest du so oft zurückgestellt und es hat am Ende nicht geklappt. Also auch da hätte es sein können, dass ich dann 8 Jahre verpflichtet und bei der Bundeswehr wäre. I don't know, ob heute immer noch oder nicht. Oder dann im klassischen UKW-Radio und da irgendwie unterwegs gewesen wäre. Wenn ich heute drüber nachdenke oder jetzt mal so auch immer nochmal so, ne, gab ja immer mal irgendwie Phasen, wo man, was wäre wenn, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre irgendwie so Tour/Eventmanager für Comedy. Also hier, ne, gibt ein paar, die ich auf jeden Fall auch sehr großen Spaß und Freude dran habe. Ob man für die die ganzen Deutschland-Touren und keine Ahnung was Touren halt plant und da halt so ein bisschen das alles im Background managt, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Glaube, da wäre ich auch echt gut drin. Radio wäre vielleicht auch was, wo man irgendwie nochmal irgendwie den Reiz hätte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht auch irgendwann mal die Teamseite hätte ausprobieren können, wie es ist, bei einem Team zu arbeiten und da irgendwie was zu machen. Und da hätte man sich auch irgendwie Wege gefunden, ob es jetzt ist, irgendwie mehr Content, die Teams nahbarer machen oder was auch immer. I don't know. Oder quasi bei einem Event, also bei einer Halle, keine Ahnung, nennst du jetzt irgendwie, ne, wo dann ganz viele verschiedene Veranstaltungen sind. Ob es Eishockey, Basketball, Konzerte, Comedy, wo man da in der Richtung so. Ich glaube, das wären so ein paar Sachen, wo ich mir auch was vorstellen könnte und glaube, da auch ganz gut wäre. Jetzt bist du ja bei Freaks for You schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Yes. Was ist genau deine Position und was sind genau deine Aufgaben? Die hat sich auch über die Zeit gewandelt. Im Prinzip habe ich als Praktikant dort angefangen. Dann Azubi, dann ne, Projektleiter. Und dann haben wir 2011 aus Freaks for You den Gaming-Part rausgelöst und Freaks for Gaming gegründet. Und da waren wir 10 Festangestellte, 5 Freie, inzwischen 300 Leute. Und das hat sich dann auch über die Zeit gewandelt. Ich habe dann irgendwann 2015, also dann ein Damage, ne, hast du ja schon alles gesagt. Und 2015 hatte ich dann die Chance, quasi den Fernsehbereich oder Produktionsbereich zu machen und habe dann den Produktionsbereich aufgebaut und war dann Abteilungsleiter für TV und dann später quasi für die komplette Unit, das heißt TV-Redaktion und Videoredaktion. 2020 habe ich dann noch den Produktbereich mit übernommen, inklusive Tournament-Bereich und das ist quasi der Titel, der es auch gerade ist, sprich Senior Vice President Product TV und Media Productions. Das ist der Titel und immer noch in der anderen Rolle Prokurist. Das heißt quasi neben dem Geschäftsführer dann auch unterschriftsberechtigt für was auch immer dann da ist. So. Das ist quasi jetzt der Titel. Fühle ich mich sehr wohl. Habe viel Spaß mit meinen ganzen Head-Offs, Teamleads und mit dem Team, was wir dort aufgebaut haben. Und ja, da tobe ich mich aus. Und jetzt geht es halt quasi noch ein bisschen mehr um die Strategie und die Ausrichtung dann in die Zukunft gerichtet und weniger im Operativen. Wobei ich auch im Operativen immer großen Spaß hatte oder auch immer noch habe. Wenn er jetzt in der Produktion ist, leuchten immer noch die Augen, wenn man mal vorbeifährt, Hallo sagt und kurz mal die Produktion zuguckt, was da so abgeht. So, ne? Das ist natürlich immer noch im Herzen auch mit drin. Und wenn wir in die Zukunft schauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch in den nächsten 10, 20 Jahren noch im E-Sport-Bereich tätig sein wirst? Ich glaube ganz gut. Also, ne, ich habe momentan jetzt nicht irgendwie das Gefühl, meine Zeit ist vorbei. Was ich das Schöne finde am E-Sport oder auch an dem Job jetzt gerade, kein Tag ist wie der andere.
Und dadurch, dass wir halt auch mit so einer jungen Community, aber auch mit jungen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu tun hast, dass man selber jung bleibt. So, ne? Ich fühle mich nicht wie 36 oder bald 37, sondern wenn ich auch irgendwie, keine Ahnung, sagen würde, ich bin gerade irgendwie 28, 29, 30 gefühlt, dann würde ich mir das auch glauben. So, ne? Ob sich dann immer noch mal wieder die andere Sache, aber wenn man rasiert, dann geht's wieder. Aber ja, also ne, man bleibt weiterhin jung und das macht großen Spaß. So, ne? Es ist, ich finde es nach wie vor einen der geilsten Jobs und in dem Bereich irgendwie unterwegs zu sein. Ich bin gespannt, was wir in 20 Jahren sagen über E-Sport oder wo man dann vielleicht irgendwann mal Kindern oder Enkelkindern sagen kann, da hat man irgendwie in der Anfangszeit mit dran gearbeitet, so, ne? In diesem Industriezweig. Und das finde ich recht spannend. Und dadurch, dass du ja auch keine wirklichen Grenzen im E-Sport hast und so international unterwegs bist, Englisch überall unterwegs bist, kommt man halt auch gut irgendwie in der Welt rum oder hat mit Leuten aus verschiedenen Ländern zu tun. Und das macht es einfach extrem spannend. Also du hast deinen Traumjob gefunden, kann man so Ja. sagen. Also, ne, als ich auch damals schon gefragt wurde, dann immer, wo er dann immer so, ne, fühlst du dich jetzt wohl in Berlin und in dem Job und keine Ahnung was. Natürlich gibt es auch mal bei mir schlechte Tage, wo man denkt so, boah, jetzt gar keinen Bock, so, ne? Aber ich habe immer gesagt, ich glaube, ich habe weniger solcher Tage als der Durchschnitt oder die meisten anderen Menschen da draußen, so, ne? Und natürlich ist nicht immer alles geil, aber es gibt viel mehr Tage, wo man einfach Bock hat und Lust darauf hat. Ja, einfach in den Tag zu starten und wieder was Neues zu machen und diese Flexibilität zu haben, war immer extrem wichtig für mich. Und ja auch, wenn du mal guckst, wie viele verschiedene Sachen ich schon auch machen durfte, ne, wo ja auch ganz einfach gesagt werden kann, nee, machen wir jetzt nur, wenn irgendwie das irgendwie komplett durchfinanziert ist oder nee, mach bitte nur das, wo du irgendwie auch da bist für, was man auch für Möglichkeiten und Chancen hatte, sich selber weiterzuentwickeln und nochmal neu rauszufordern. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, dass man da jetzt ist, wo man heute ist und einfach viele verschiedene Einblicke hatte, so, ne? Dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft. Natürlich weiterhin viel Erfolg und Gesundheit in Corona-Zeiten. Ja. Das war Matthias Remmert, besser bekannt als Knochen. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank dir auch.